Hallo, hier ist wieder Denise vom Casino-Bonus.com. Heute bin ich im Malina Casino. Und zwar ist das die Himbeere in den Casino-Bereich. Also, das Logo eine Himbeere und es wird natürlich ab und an mir auch herausfallen, dass ich sage, das Himbeer-Casino. So kann ich es mir am besten merken. Und zwar gibt es hier vom Malina schon mal 20 Freispiele ohne Einzahlung. Die holt man sich einfach hier beim Live-Chat. Ist gut zu erreichen, aber manchmal ein bisschen mit einer Wartezeit. Also das fand ich schon etwas gewöhnungsbedürftig. Vor allen Dingen, wenn man die größten Teil der Bonusangebote dann entsprechend über den Live-Chat orten muss. Und wenn wir gerade bei Bonusangeboten sind, also abgesehen von den 20 Freispielen, die es hier gibt, mit dem Link direkt auf unsere Webseite, die ist am Ende hinterlegt und von dort aus müssen Sie sich auch einklicken für diese Freispiele. Aber es gibt natürlich noch viel mehr und zwar gibt es einen Willkommensbonus. Da sind auch noch mal 200 Freispiele dazu und dann gibt es Freispiele als wöchentlichen Bonus und am Wochenende können Sie noch mal nachlegen. Es gibt Cashback und es gibt ein Live-Casino und selbst dafür gibt es einen Bonus. Treuepunkte sind inzwischen dazugekommen. Es gab es eine ganze Weile hier im Malina Casino nicht, aber inzwischen gibt es hier auch Treuepunkte, so dass das Zurückkommen und kontinuierlichere Spielen hier im Malina auf jeden Fall etwa noch etwas mehr Spaß macht. So, und dann gibt es auch einen Sportbereich. Und für den Sportbereich gibt es hier, wie man sieht, nochmal eine ganze Menge extra Bonus dazu. Und das ist doch was Spaß macht, gerade in der heutigen Zeit, wo eben viele Casinos auch keinen Sport mehr anbieten oder eben keinen hier in dem Sinne ein Live-Casino auch nicht mehr anbieten. Also diese Live-Wetten, dieses Live-Casino, das ist ja inzwischen schützenswert geworden vor, also die, ich weiß nicht, wer wem schützt, also ich muss praktisch geschützt werden vor Live-Spielern, also ein Live-Casino. Nun gut, hier kann ich frei wegspielen, hier gibt es sozusagen ein Live-Casino. Hier gibt es Sport und hier gibt es Bonus. So, alles zusammen Sachen, die es in vielen Casinos nicht mehr gibt. So, und dann fangen wir an. Hier im Casino-Bereich gibt es natürlich wieder die verschiedensten Hersteller und hier kann man sich diese aussuchen. Und wenn ich so drüber schaue und sehe dann hier Playtech, bin ich natürlich als alter Playtech-Fan begeistert und kann dann auch mit den Age of Goods kann man dann auch mal um den Jackpot spielen. Es sind bei weitem natürlich nicht alle Spiele von Playtech hier mit drauf, aber in Großteil. So ist es auch von den anderen Anbietern. Also da fehlen schon noch einige, aber es ist doch schon mal was. Es ist doch eine tolle Sache hier, eine Kombination zu finden von Playtech, Micro Gaming, Red Tiger mit NetEnt. Das ist doch schon mal. Was will man denn mehr? Play and Go ist dabei. Und das Einzige, was man gleich mal noch dazu sagen muss, ist, das Book of Dead wird mit Bonus als 0% Spiel gewertet. Also es gibt keine Anrechnung. Aber diese weiteren Informationen, gerade zu den Bonus und Bonus kleinen Haken, die es da gibt, die man beachten sollte, das lesen Sie natürlich wie immer relativ zusammengefasst auf unserer Webseite nach und dann können Sie dann hier frei aufspielen. Hier zeige ich jetzt mal noch die Jackpot-Spiele. Es sind einige da. Die ganz großen jetzt von Micro Gaming gibt es jetzt nicht. Dafür eben die von Playtech. Und alles beides natürlich auch zu machen, ist natürlich auch in dem Sinne nicht ganz so einfach. So, dann haben wir sie hier. Schönes Blackjack, Classic Blackjack von Micro Gaming hier. Tolles Spiel. Ich finde es einfach faszinierend. Ich finde es gut. Aber eben wiederum,
nicht mit Bonus spielbar. Also immer dran denken, wenn man mit Bonus spielt, ist das in ein anderes Spielen, als wenn man ganz normal mit dem eigenen Geld spielt. So, diese einzelnen Kategorien, die kennt man natürlich hier. Das sind die neu aufgenommenen Spiele. Die müssen jetzt unmittelbar nicht neu sein, sondern sie sind eben einfach jetzt im Casino aufgenommen worden. Und somit hat man immer wieder was, was dann sozusagen einfach interessanterweise dazugekommen ist. So, und hier waren die 20 Freispiele, die sollten erst auf Gold Rush sein, dann waren sie auf God's Temple und da habe ich sie dann gespielt. Und hier hatte ich mal noch ein paar andere Spiele probiert, die eben dann auch teilweise nicht zugelassen sind mit Bonus, einfach mal ausprobiert, ob dann die Meldung kommt und sie ist gekommen. Natürlich Spiele, die komplett verboten werden oder worden sind in den Bonusbedingungen, die kann man direkt nicht spielen. Aber eben tricky sind diese 20%, ne? Das ist eben, es werden nur 20% von den Einsätzen gewertet und das ist natürlich sehr wenig. So, also wie gesagt, ich habe hier nochmal die Hersteller. Ich gehe mal noch auf die Einzahlung. Und zwar ist das mit der Einzahlung so eine Sache. Es sind schön viel Varianten da. Natürlich gibt es hier auch wieder Bitcoin und so weiter zum Einzahlen. Und es gibt eine PaySafe-Card, super. Und Skrill und Netto-Geteller wird jetzt gar nicht erst angezeigt. Wäre eh nicht bonusberechtigt. Aber wenn ich dann auf die Auszahlung gehe, oh, großes Ärgernis, dann kommt nur hier Banktransfer. Also das ist dann eben eine Sache, die nicht so besonders gut ist. Das sehe ich jetzt schon. Man kann zwar mit Bitcoin und so weiter auszahlen, aber selbst wenn man eben mit einer Einzahlung macht, mit einer Visa oder einer Kreditkarte, kann man nicht wieder damit auszahlen. Ist im Prinzip nicht so besonders schön. Aber das kann man dann nicht ändern. Man muss es aber eben nur wissen. So, so weit, so gut. Also, ein tolles Casino und es gibt keine deutschen Einsatzbeschränkungen. So, und das ist eben was, wenn ich jetzt hier mal auf dieses Spiel gehe, eben auf dieses Book of Dead, was ja immer wieder gern gespielt wird. Hier aber wirklich dran denken, ne, mit Bonus hier dieses Spiel nicht zu spielen, da es eben nicht, es wird nicht gewertet. Also das heißt, man spielt das Spiel, trägt aber überhaupt keinen Bonus damit ab. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Wir gehen mal hier weiter und zeigen das mal. Also der Münzwert hier, den kann ich einsetzen auf 5 und dann gehe ich hier höher und komme dann eben auf die Beträge, die sonst gar nicht mehr möglich sind. Und wenn Sie mit Bonus spielen, können Sie übrigens, oh, jetzt bin ich wieder drüber raus, also bis zu 5 Euro könnten Sie praktisch setzen beim Book of Dead. Aber es wurde nicht gewertet. Also es macht jetzt in dem Sinne keinen Sinn, sondern ich wollte nur mal zeigen, dass eben das Spiel jetzt an sich eben, ja, jetzt sind wir wieder zurück, spielbar ist mit höheren Einsätzen und das trifft natürlich nicht nur auf das Book of Dead zu, sondern natürlich auch auf die anderen Spiele und man hat hier auch nicht das lästige Warten zwischen den Dreh, dass ich hier eine Minute warten muss oder wie lange oder wie viele Sekunden und dann eben nur so und so viel einzahlen kann. Diese ganzen Einschränkungen, die sind hier nicht da. Und die Spiele, wie gesagt, die Hersteller sind top. Also, was hält sie davon ab? Bis auf diesen Live-Chat, der etwas besser, diese Bonus über den Live-Chat, wobei er war sehr hilfreich und hat gut funktioniert. Eben ein bisschen Zeit muss man da mitbringen. Gut, was soll's, aber sonst, wenn man jetzt hier einfach mal spielen will, ein tolles Casino. Ich fand, es ist gehört zur besseren Klasse und muss sich natürlich noch entwickeln. Es ist jetzt kein gestandenes Casino, aber ich denke mal, das könnte auf jeden Fall was werden.
meiner Meinung nach. So, und jetzt kann ich wie immer nur viel Glück im Spiel wünschen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Denise.